Willkommen zur Station Yes, mein Name ist Matthias. Ja, heute geht es mal wieder um die Rakete. Ich habe einen Anruf bekommen, wo es drin hieß: Pass mal auf, du hast da so ein geiles Rocket-Skript von wegen, es kommt aus dem Boden, also die Rakete kommt aus dem Boden herausgeflogen, öffnet zuerst die Hangar-Doors und macht dann ihren Job, kommt wieder, lädt ab und so weiter. Aber dein Skript hat Fehler. Hinzu kommt, kannst du nicht ein bisschen geiler machen, ein bisschen cooler und so weiter, bla bla bla. Ja, kann ich, kann ich, kann ich. Ich hoffe, dass ich es kann. Also, das ist unser Raketensilo. Das sollte man ja jetzt schon so langsam kennen. Ich starte jetzt einfach mal die Rakete. Ich erkläre dann im Nachhinein, wie, was, wo und überhaupt. Wir brauchen schon mal drei IC-10. Das könnt ihr euch merken. Ich habe die Rakete jetzt mit wenig Treibstoff befüllt, dass wir jetzt nicht so lange warten müssen. Jo, und da geht sie hin. Jetzt macht sie ihren Job. Das, was sie tun soll, also sprich, sie meint, sie kommt bei zu geringem Treibstoff auch wieder nach Hause. Das ist bei 2000 Fuel. Das sind schon mal die Anzeigen, die die Rakete uns liefert. Wir haben Mode, Full, Erze, Druck, Temperatur, ob sie startbereit ist. Gelbes Licht bedeutet, sie fliegt gerade, grünes ist startbereit und rotes Licht bedeutet, sie wäre nicht startbereit. Dann geht es weiter mit System an-aus, also ob sie aus ist oder an ist, in dem Fall jetzt aus, weil sie wiederkommt. Das gucken wir uns jetzt auch an. Rakete ist daheim, die Lichter sind aus, läuft. Jetzt wird rotes Licht, sehen wir jetzt auch schon vom Weiten. Ja, grünes Licht, sie wäre wieder startbereit. Dann geht's weiter. Also System an, aus bedeutet, das System ist online. Weil wir können den Autopiloten einschalten. Wenn wir das tun, ist das System noch nicht online. Wir können den Autopilot hin und her switchen, wie wir wollen. Wenn wir den Autopilot anhaben und dann die Rakete starten, dann wird es so sein, wenn sie gleich wiederkommt. Und das ist, dauert ja Gott sei Dank nicht ganz lange. Wenn sie wiederkommt und wir nicht auf dem Taster gedrückt haben, dann wird sie automatisch wieder losfliegen. Wenn wir auf den Taster jetzt drücken würden, würden wir den Autopiloten abbrechen und die Rakete würde nach Hause kommen und sie wird hier stehen. Fertig. Wir brauchen den Schalter also nicht extra zu bewegen. Das werde ich aber gleich auch nochmal zeigen, wie das dann aussieht. Jetzt kommt sie gleich erstmal wieder nach Hause. Oh, da warten wir mal wieder drauf. Oh, Lichter gehen an, Party-Modus ist aktiviert. Thank you.
Danke, sie ist wieder heim. So, Autopilot ist ja aktiviert. Jetzt wird getankt, ist auch fertig. Aber die Ärzte müssen noch raus. Jetzt startet die Rakete von selbst. Da der Autopilot drin ist. Jetzt warten wir mal, bis die ganz kurz im Himmel ist. Und dann pressen wir den Taster noch einmal. Bauen wir hier ein paar Erze ab oder was? Komm. Jawohl. Jetzt holen wir sie freiwillig wieder. Die Anlage ist aus. Der Autopilot ist zwar an, aber sie wird gleich nicht abheben. Sie wird gleich hier stehen bleiben, weil das System weiß, du sollst zu Hause bleiben. Eigentlich müsste es da kochend heiß drin sein, oder? So. Jetzt zu der ganzen Materie. Was wir denn überhaupt brauchen, um dieses System zu benutzen? Das hier ist ja nur. Ja, ich habe, als ich gebaut habe, brauchte ich ein bisschen Jetpack und deswegen. Diese Einheit, das braucht ihr übrigens nicht. Hier werden die Erze gekühlt, das kennen wir ja schon. Das werde ich jetzt nicht erklären, wie wir das kühlen oder sonst was. Wir bleiben einzig und allein bei der Rakete. Wir können diese schönen Lichter hier anschließen. Wir können die Speaker anschließen, so viele wie wir wollen im Übrigen. Deswegen auch dort die Lichter und die Speaker, dann die Hangardoors. Da könnt ihr welche auch nehmen, ihr wollt. Es gibt drei verschiedene: klein, medium und large. Und die werden alle erkannt. Hier können wir im Übrigen den Treibstoff einschalten. Da hat sich nämlich auch was geändert. Das muss ich auch noch mal kurz erwähnen. Wir haben jetzt 2506 Fuel drin, 2500 sollten wir haben. Ja, dann gehen wir mal höher mit der Zahl, sagen wir mal hier 6500. So, dann wird auch getankt, vorausgesetzt, wir haben den Treibstoff. Wenn wir den nicht haben, wird die Lampe rot bleiben und sie ist einfach flugunfähig, weil sie keinen Treibstoff hat. Also, da muss man natürlich für Treibstoff sorgen. Jetzt sehen wir aber schon, wie das hier schön rausgepumpt wird. Und die Rakete damit betankt wird. Hier greift das gleiche Prinzip. Je leerer die Tanks, desto länger dauert es, um die Rakete zu befüllen. Das heißt, je mehr Treibstoff ihr habt, umso schneller kann die Rakete befüllt werden. So, wenn sie gleich fertig ist mit den Tanken, da haben wir wieder grünes Licht. Wir könnten sie jetzt starten. Was sich jetzt geändert hat, ist, wir können den Treibstoff auch wieder zurückfüllen. Sprich, setzen wir runter, geht der Treibstoff zurück. Falls wir den für was anderes brauchen oder keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich das diesmal so eingebaut, nach Wünschen von einem besten Kameraden, dass der Treibstoff auch wieder zurückgeführt wird. Es wäre so ein Future, meinte Future. Feature meinte er, was das ganze System noch mal so ein bisschen cooler machen würde. Nun, ich hoffe, ich habe seinen Geschmack gefunden und getroffen und habe ihr soweit alles richtig gemacht, so wie er es möchte. So, das Ding ist, wenn wir den Fuel auf 2000 stellen, naja, dann bleiben immer ein bisschen Rest drin. Also sprich 150 bleiben immer ungefähr. Ja, also das heißt, wenn ich auf 2000 stelle, ist der Spielrahmen bis 2150 hoch. Wenn ich jetzt aber darunter gehe, dann pumpt er halt ab und der Treibstoff wäre zu gering, um abzuheben. Demnach
müsste er die Lampe rot beibehalten. Ja. Sie fliegt auch nicht. System ist zwar an, hat aber nicht genug Treibstoff, also fliegt sie nicht. Dann haben wir noch was Schönes da drin. Und zwar, wir können ja, je mehr Treibstoff wir reinfüllen, desto höher steigert sich der Druck im Behältnis. Ich habe halt wieder auf Wünschen eine Sicherheit eingebaut. Wenn der Druck über 50 mpa steigen würde, würde der Regler sich automatisch runterdrehen und die Zahl würde dann halt immer um 500 Steps nach unten gehen. Das heißt, der Tank der Rakete kann euch nicht explodieren. So, hinzu ist eine weitere Sicherheit drin. Die Rakete soll nicht fliegen, wenn der Treibstoff über, ich glaube, 35 Grad waren es. Wenn der Treibstoff über 35 Grad warm ist, soll die Rakete nicht abheben. Auch dem Wunsch bin ich nachgekommen, ist eingebaut. Es wird jetzt schwer, das zu zeigen im Endeffekt, aber ich möchte jetzt auch nicht hier 10.000 Dinger hinstellen. Wir haben jetzt erstmal 10 mpa, also das ist, ja, das ist ein bisschen tricky. Ihr könnt mir das glauben, ihr könnt es ausprobieren. Falls es nicht geht, dann meldet ihr euch, aber es wird gehen. Ich habe es getestet vor langer, langer Zeit. Ja, so. Was machen wir als nächstes? Dieses System erfordert zwinglich eine Volumenpumpe. Und zwar eine Turbovolumenpumpe. Jetzt scheppert es gleich hier ein bisschen. Nicht erschrecken. Das ist jetzt pure Absicht. So, lassen wir das mal abziehen. Wir brauchen eine Turbovolumenpumpe, weil wir den Sprit hin und her ballern können. Ja, kann ich hier schon. Jawohl. So, das ist der Schacht zu der Rakete hin. Die Turbovolumenpumpe muss so angebracht sein, dass der Power. Ja, wie soll ich das anders beschreiben? Also. Ich fliege auch immer dagegen an, das ist natürlich auch so ein Problem. Wenn wir uns die Turbovolumenpumpe ansehen. Dann sehen wir schon, wenn wir sie platzieren. Ja, hier ist zu viel Druck drin noch. Also, wenn wir sie platzieren, dann sehen wir ja, sie ist standardmäßig nach rechts gestellt. Wenn das für uns oben ist. Ich glaube, das ist aber gar nicht oben. Ich glaube nämlich, dass die so richtig rum wäre. Ja. Auf jeden Fall, wenn wir es platzieren, muss der grüne Pfeil Richtung Rakete zeigen. Und das erreicht. Oh, ja. Das erreichen wir halt, wenn wir die Rakete so rum platzieren. Also die Turbovolumenpumpe so rum platzieren, dass das Rädchen oben ist, beispielsweise, und der Power hier auf der rechten Seite ist. Wenn wir hinter der Rakete sind, so wie ich jetzt. Wenn wir jetzt von der anderen Seite kämen, wäre das ja genau spiegelverkehrt rum. Na. So. Dann wäre es ja genau spiegelverkehrt rum. Da müsste das Grüne halt dort sein.
Auf jeden Fall ist das Mode 0, das ist Mode 1. Betanken ist immer Mode 0. Also sprich, sie hat gerade ein bisschen Treibstoff rausgeholt. Und wenn ich den jetzt betanken lassen wollen würde, machen wir das auch mal. Ach, der hat. Ja. Sagen wir mal einfach 0. Ist natürlich Quatsch, aber 0. Jetzt wird rausgepumpt. Ja, das sehen wir jetzt natürlich ganz schön. Der Pfeil zeigt nach oben. Die Pumpe stellt sich automatisch auf die Literzahl ein. So, das heißt, jetzt wird leer gepumpt. Also wenn die beim ersten Mal nicht betankt, habt ihr sicherlich die Turbovolumenpumpe falsch rum angeschraubt. So. Und jetzt sagen wir mal wieder, wir wollen volles Fund tanken. Dann sehen wir schon, der Pfeil zeigt wieder in eine andere Richtung. Und sie betankt dann halt auch. Die Schächte für Eise lege ich natürlich durchs Kühlsystem, was halt der Schacht hier ist. Das ist ja halt das Kühlsystem, damit die Erze nicht schmelzen. In diesem Tutorial haue ich die Erze einfach in der Atmosphäre. Mir geht es ja nicht darum, um zu zeigen, wie man kühlt. Mir ging es ja nur, um etwas realistisch darzustellen, was ich dann versuche so zu benutzen, damit ihr das so benutzen könnt. Ja, wir brauchen 1, 2, 3, 4, 5, 6 LCDs. Drei Schalter, zwei LEDs, drei IC-10er mit drei Chips. Bestückt werden muss das Ganze im Übrigen folgendermaßen. Also dieses IC-Gehäuse heißt IC Rocket. Dieses heißt IC-Anzeige, dieses heißt IC-Tanken. Ja, es ist wichtig, dass ihr alle drei IC-10 habt. Wenn ihr das so nutzen wollt, wie ich es hier aufgebaut habe, und wenn ihr das so nutzen wollt, wie ich es jetzt gerade genutzt habe. So, dann gehen wir mal die Schraubenbelegung durch. Erstmal vom Tanken. Auf D0 kommt das Zifferblatt. Das ist dieses Ding. Auf D1 kommt das LCD-Tanken. Das ist dieses Teil. Auf D2 kommt die Turbovolumenpumpe. Die ist da unten im Keller, ja. Bei der Rakete. Ansonsten kommt nichts. Hier, das ist falsch beschrieben mit D3, da hatte ich mich vorhin verschrieben. Da muss nichts drauf, D3, 4, 5 bleibt leer. Damit ist der Chip fürs Tanken komplett fertig. Dann haben wir die IC-Anzeige. Naja, sie bekommt jetzt nicht ganz so viel. Sie bekommt das LCD-Mode, das ist das. Sie bekommt das LCD-Fuel. Das ist das. Sie bekommt das LCD-Erze. Das. Sie bekommt LCD-Druck. Das ist dieses. Sie bekommt das LCD-Temp für die Temperatur in Gradzahl. Dieses. Und das war's. Dieses hier wird auch nicht belegt, auch wenn ich jetzt in gelber Schrift was habe. Das stimmt nicht. Das war falsch belegt von mir. Ist aber aus dem Quelltext schon wieder rausgenommen. So, dann gehen wir das Gehäuse der Rocket durch. Auf D0 kommt der Tasterstart. Das ist der rote hier. Auf D1 kommt der Schalter für die Automatik, das ist dieser hier.
Auf D2 kommt das IC-Gehäuse Anzeige. Das ist ja dieses Gehäuse. Auf D3 kommt das IC tanken. Dieses Gehäuse. Auf D4 kommt das LED startbereit. Das wäre dieses LCD. Auf D5 kommt das LCD System an oder aus. Das ist dieses LED. Entschuldigung, nicht LCD, sondern LED. Und das wäre es. Mehr gibt es nicht zu sagen, glaube ich. Ich würde sagen, wir genießen noch mal die Show. Automatisch machen wir mal aus. Ja, das ist das Thema mit der Rakete. Ja. Alle drei Codes werde ich euch wieder auf meine Google Cloud packen und wünsche euch einfach viel Spaß damit. Im Übrigen, eins ist noch vielleicht erwähnenswert, und zwar, ihr müsst aber nicht, ihr könnt alle Mining-Module benutzen. Ihr könnt Scrap Mining benutzen, ihr könnt Ice Mining, Ore Mining, Gas Mining. Beim Gas Mining müsst ihr halt selber gucken, wie ihr das filtert oder sonst was. Das ist hier nicht dabei, aber die Möglichkeit würde bestehen. Das müsst ihr dann allerdings selber einbauen. Ansonsten wäre für euch sicherlich interessant Scrap, Ore und halt Ice Mining. Ja, was kann man noch sagen? Das wird jetzt auf jeden Fall erstmal mein letztes Raketen-Tutorial-Video, weil die Rakete wird sich ändern im Laufe der Zeit. Es kommen ja Flüssigkeiten mit ins Spiel rein, also mehr außer Wasser. Und es wird wohl darauf hinauslaufen, dass Rocket Works Flüssigtreibstoff für die Rakete haben möchte. Deswegen war es eigentlich so, na, ich weiß nicht, ob ich da ein Tutorial zu machen soll, weil es lohnt sich doch vielleicht auch gar nicht, wenn das jetzt eh geändert wird. Aber falls das noch länger dauert, habt ihr jetzt auf jeden Fall etwas, womit ihr arbeiten könnt, was ihr benutzen könnt. Ja. Von daher. Und tschüss. Ja, mehr kann man dazu nicht sagen. Das Thema funktioniert hier ganz gut. Von daher. Von daher, ich weiß nicht,
Jetzt habe ich das System durcheinander gebracht. Und tschüss. Tiefer. Ich pausiere mal eben kurz das Video, weil er dürfte nicht fliegen, wegen den Erzen. Ich gucke noch mal im Quelltext kurz rein und melde mich gleich noch mal wieder. So, da bin ich wieder. Der Fehler ist jetzt behoben, ich hatte eine Adresszeile falsch. Sprich, ich habe sie jetzt ein bisschen mehr fliegen lassen. Mit 3000 Einheiten, wenn sie gleich wiederkommt. Sie ist im Automatikmodus. Dürfte sie erst dann fliegen, wenn der Treibstoff auf 5 mpa ist, auf 5000. Machen wir 6500, das dauert ein bisschen länger. Da wollen wir mal gucken, ob das dann gleich funktionieren wird. Aber ich gehe von einem positiven Ergebnis aus. Also die Erze müssen leer sein und der Treibstoff muss demnach, das ist voll, voll sein, also 6500 M full. Ja, jetzt kommt sie gleich wieder. Ja, sie fliegt jetzt nicht. Sie fliegt jetzt erst, wenn sie die 6500 erreicht hat. Und natürlich die Erze auf 0 sind. Ja, die 6500 schaffen wir noch. Okay, hat geklappt. Jetzt hole ich sie gleich mal wieder. Komm nach Hause. Hast ja schon viel gemacht, nämlich nichts. So, selbst wenn ich jetzt den Taster drücke, dürfte sie gleich nicht fliegen. So ist gut. So ist doch gut. Jetzt mache ich noch einen Gegentest mit der Betankung. So, okay.
Dann packen wir mal mehr rein. Ja, sie fliegt nicht. Das liegt daran, weil der Sprit noch nicht voll ist auf die 6000. Okay, das war's. Ich schreibe euch, wie gesagt, alles Mögliche in ich gebe die drei Codes mit in die Videobeschreibung rein. Über meine Cloud abrufbar. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Code. Wenn ihr das feiert oder so, lasst bitte was in die Kommentare da, weil das ist echt viel Arbeit gewesen. Und das ist jetzt in der Nacht entstanden. Ja. Was bleibt mir noch zu sagen? Bleibt gesund. Wir sehen uns bald wieder. Ja. So. Bleibt gesund und munter. Es kommen ja noch heute, oder es sind schon gekommen, ich weiß es jetzt noch nicht. Es kommen ja auf jeden Fall noch Videos heute und ja, das war jetzt so ein Zwischenrufer. Ja. Jemand, der unbedingt die Rakete haben wollte, lasst einen Daumen da und haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Matthias.